Der exklusive Fan-Talk, SC Magdeburg zusammen mit MDR Sachsen-Anhalt, das Radio Revier. Nach einer sehr, sehr knappen und tragischen Niederlage des SC Magdeburg gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Heute im Fan-Talk ist Michael Damgaard das erste Mal und hier kommt er und das ist ein Riesenapplaus. Hallo Michael. Ich habe mit den Friends gesprochen, sie haben gesagt, ich soll eisern auf Deutsch das Interview durchziehen. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu einer persönlich für dich fantastischen Leistung und die wird hier bestätigt. Zu einem großartigen Kampf und Kopf hoch, das war eine sehr, sehr tragische Niederlage. Hättest du jemals geglaubt, dass dieses Spiel verloren gehen kann? Einmal mehr. Ob du jemals gedacht hättest, dass dieses Spiel verloren gegangen gehen kann? Verloren gegangen gehen kann? Das war scheiße. Okay, hallo. Hier ist der persönliche Fan-Talk Deutschkurs für Michael Damgaard. Scheiße ist das eine Wort, was wir sehr, sehr, und das trifft es ziemlich auf den Punkt, wie ich finde, bei diesem Spiel. Aber man kann auch sagen, das ist ziemlich schlecht für uns ausgegangen oder das war so semi-gut. Das sind die Worte, die du dir vielleicht merken kannst. Was war eben in der Halle, in der Kabine los? Hängende Köpfe, habt ihr euch aufgemuntert oder was wurde da besprochen? Ja, natürlich, alle Menschen ist, was ist die andere, das ist glücklich. Traurig. Genau. Sad. Genau. So, wir gerne haben einen Sieger und es war eine fantastische Atmosphäre heute und reden wir doch einfach nicht über dieses Spiel, es ist dein erster Fan-Talk und die sportliche Auswertung wird es ja auch gleich in der Pressekonferenz geben. Wie geht's denn dir sonst so in Magdeburg? Geht's gut. Und ich kann sprechen ein bisschen Deutsch. So. Wie viele Deutschstunden pro Woche machst du? Was? Wie viele Unterrichtsstunden Deutsch machst du? German Lessons? How often? Once a week. Einmal immer Woche. Beides richtig. Once a week, einmal die Woche, beides richtig. Okay. Wie lange ist es? Eine Stunde dann immer, oder? Ja, 45 Minuten. Wie heißt dein Lehrer? Catherine, ich denke. sie kommt aus England. Was, wie sagt man? Aus England? Ja, genau. Great Britain? Ah, genau. UK? Ja. London? Ja. Ein anderer Land. Without handball? Ja, aber... Ich kann nur danke alle, die in Magdeburg fahren und alle in die Stadt. In die Halle kommen. Ja, genau. Und das ist ein Traum und ich liebe jeden Tag. So, das ist nur der Anfang, aber nächstes Mal, wir haben einen Sieger und ich will wirklich gerne winnen die League. Deine Freundin ist ja auch seit einiger Zeit jetzt hier in Magdeburg. Wie gefällt es ihr? Ja, ja, das ist gut. Okay, machen wir das so. Wenn du deine Freundin siehst, sag ihr, sie soll auf jeden Fall deinen Wurfarm streicheln heute und eincremen, weil das ist ein richtiges Raketengeschoss, Dingsi Bumsi. Und das wäre schön, wenn das richtig lange uns erhalten bleibt. Vielen Dank für diese Leistung. Ihr könnt ja auch mit Michael jetzt noch so ins Gespräch kommen und euch Autogramme auch holen. Und wenn der nächste Fan-Talk mit Michael ist und die Fans zu mir sagen, mach es nicht auf Englisch, sondern wir ziehen es Deutsch durch, dann kann er ja in ungefähr einem halben oder dreiviertel Jahr auf jeden Fall fließend Deutsch sprechen, da bin ich mir ganz sicher. Ansonsten gibt es gleich die Pressekonferenz. Ich kann Ihnen nur sagen, gehen Sie auf jeden Fall weiter hier zum Handball. Erzählen Sie jedem, was für eine großartige Stimmung hier heute war. Von uns persönlich, von MDR Sachsen-Anhalt, das Radio wie wir, das war Bombe. Das war genau so, wie es in keiner Halle in ganz Deutschland abgeht. Da sollen noch Kiel und Flensburg und wie sie alle heißen, vielleicht auch mal Meister werden, aber die meisterliche Stimmung, die ist hier bei uns in der Halle. Vielen Dank. Applaus